ausgesucht. Kahn und Baller kriegt ihr von den Europe's Classic bereits schon. Die restlichen Spieler müsst ihr selbst erstellen. Oliver Kahn mit Stats und so schon von PS gemacht. Das Face stammt von Homer und ist richtig gut. Dann Jürgen Kohler, 97 Stärke. Und das Face stammt von mir. Ein super Verteidiger. Dann Matthias Sammer, Face von mir. Buchwald. Das Face stammt wiederum von mir und kann ich hochladen auf Anfrage für den, der es möchte. Andreas Brehme, der Typ, der uns 1990 zur Weltmeisterschaft geschossen hat, also zum Weltmeister geschossen hat. Gesicht stammt von Homer. Paul Breitner, Weltmeister 74, Face von mir. Matthäus, Weltmeister 1990. Ballack. Face natürlich, wie sollte es anders sein, von Homer. Sieht richtig gut aus. Der El Capitano. Dann Andreas Müller. Rudi Völler. Face stammt von Homer S mal wieder. Und sieht ebenfalls sehr gut aus. Mit 93 Stärke ein super Stürmer. Und nun der Bomber der Nation, Gerd Müller. Weiter geht's mit Die Katze, Meier. Und Beckenbauer, der Kaiser. Augenthaler. Ich weiß, nicht viel geleistet für die deutsche Nationalmannschaft, aber mit 90 Stärke ein super Verteidiger. Und ich dachte mir, wenn Homer es sowieso ein Face gemacht hat, wieso sollte ich ihn dann nicht ins Team bringen? Christian Ziege als Linksverteidiger. Bernd Schneider mit einer super WM 2006 und 90 Stärke. Häsler, Weltmeister von 1990. Und jetzt kommen wir zu Deißler, der leider seine Karriere sehr früh beendet hat. Das Gesicht stammt, wie sollte es sein, von Homer. Und ist einfach nur Weltklasse. Sieht genau aus wie Deißler. 92 Stärke mit 21 Jahren ist echt der Hammer. Helmut Rahn, Weltmeister 1954 und der Boss. Littbarski, der stärkste im deutschen Team, mit 98 Stärke und ein Face von Homer. Wie sollte es anders sein? Jürgen Klinsmann, jetziger Trainer der USA. Bierhoff als Stoßstürmer mit 88 Stärke. Jens Lehmann mit einer super WM 2006 und 87 Stärke, ein guter Ersatztorhüter. Dann die Walz von der Pfalz, Briegel mit 88 Stärke und ein sehr vielseitiger Spieler. Mehmet Scholl, viele könnten drüber streiten, ob er dahin gehört, aber 93 Stärke und ein guter Spieler. Jeremies, Face stammt von mir, wer es will, kann requesten. Bernd Schuster, 95 Stärke
Fritz Walter, Weltmeister von 1954, Uwe Seeler, die Ikone des HSV und Legende des HSV. Jetzt kommt ein Punkt, worüber wir uns streiten können, Mario Götze. Er hat noch nicht viel geleistet für Deutschland, aber ich finde, er ist ein super Spieler. Er ist das Jahrhunderttalent von Deutschland und ich finde einfach, bei der besten deutschen Mannschaft sollte einfach das Jahrhunderttalent dabei sein. Und 89 mit Stärke, mit 21 Jahren, ist einfach super. Somit ist er der Jüngste im Team. Und jetzt kommen wir zu der Aufstellung. Ich spiele in einem klassischen 3-5-2 mit Müller und Völler als einzige Stürmer und das Mittelfeld mit Matthäus, Breitner, Ballack, Möller, Littbarski. Littbarski, der von rechts außen in die Mitte zieht. Die Abwehr besteht aus Kohler, Beckenbauer und Sammer. Im Tor habe ich Kahn. Hier seht ihr die Ersatzbank. Nummern selbst erklären, Mannschaftsname ebenfalls, Emblem auch. Jetzt kommen wir zum Trikot. Das Trikot wurde von mir entworfen. Ich habe dafür als Vorlage das Deutschland-Trikot des letzten Jahres genommen. Hier seht ihr, Sponsor Adidas. Über den Sponsor möchte ich nichts sagen. Dann das zweite Trikot, ein goldenes Trikot. Da Gold in der deutschen Fahne ist, dachte ich mir mal, ein zweites Trikot in Gold wäre einfach mal was anderes. Dann das alternative Trikot in Grün, angelehnt an das Grün von 1974 und 1990. Dann das Torwarttrikot Blau. Und als Heimstadion habe ich die Allianz Arena genommen. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr noch Fragen habt oder Wünsche, schreibt es einfach in die Kommentare.